Tja. Und ich stehe hier am Schreibtisch rum und was zur Hölle ist gerade passiert? Du hast das Spiel verlassen. Ja, von innen sieht die Kirche auch noch nicht so schön aus. The game crashed whilst ticking entity. Okay. Okay, ich bin noch drin. Ja, hat auch scheinbar nur mich gekillt, von daher. Okay, schaffst du es wieder rein? Ah, bin in den Segen gelaufen. Das seh ich jetzt. Ich stehe dann mal erstmal hier so am Schreibtisch rum und guck, was passiert. Ah, sehr schön. Okay, dann fange ich schon mal an, hier weiterzubauen. Weil das muss halt auch fertig werden. Wir haben halt das große Minecraft Armor 2.0 Staffelfinale. Staffel 2 Finale. Ja, wir haben jetzt, ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, Part 8 und willkommen zu Part 98. Keine Ahnung, zählen musst du schon selbst. Und den vielen Parts 99, die danach kommen. Ich werde jetzt erstmal die Kirche zu Ende bauen. Wenn ich die Kirche zu Ende gebaut habe, dann können wir Part 100 machen. Plan für Part 100 ist, dass wir mal ins End gehen. Das ist unsere Mission heute. Dass wir nochmal hinkriegen, aber erstmal muss die Kirche zu Ende gebaut werden, damit ich das mal dann hinkriegen kann. Ich hole mir mal lieber eine Spitzhacke. Und sonst, wie läuft's bei dir so? Ja, nicht viel. Also ich am Kathedralenbau. Leben habe ich tatsächlich passend dazu, dass hier gerade eine Kathedrale baue. Auch gestern. Eine Kathedrale angefangen? Ja, nein, ich habe jetzt auf Blu-ray bestellt, hier die Säulen der Erde, den Blu-ray Film dazu. Das wurde jetzt nochmal neu aufgesetzt, nochmal neu irgendwie gemacht, so ein bisschen. Der Film ist schon ein bisschen älter, ich weiß nicht, wie alt der schon neu ist. Neu geschnitten oder was? Neu geschnitten, irgendwie neu zusammengepackt. Weil der gesamte Film, das Interessante ist, der gesamte Film ist über 7 Stunden lang. Deshalb wurde er in mehrere Folgen aufgeteilt, also als Serie. Also ich meine, gehört zu haben, dass der früher mal 9 Folgen hatte, also jetzt auf der neuen Version hat er 4 Teile, wurde 4 geteilt. Spitzhacke. Ja, ich bin doch blöd. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Brauchst du denn seine eigene Melodie? Natürlich. Ich höre die Musik nicht, also mache ich meine eigene. Du kannst doch deine eigene Playlist anmachen. Für mein nicht vorhandenes Stream-Publikum. Ja. Für dich, damit du im Hintergrund was laufen hast. Ich habe momentan nicht so wirklich viel Lust auf Musik. Jetzt muss hier gleich noch was abgebaut werden. Ja, und ich glaube, da oben muss auch noch was. Auf der Kirchturmspitze muss ich auch noch ein bisschen was bauen. Oder habe ich das schon? Ich gehe mal in den Nether und guck mal, was da so los ist. An den Nether wollte ich eigentlich auch noch gehen, aber das wird jetzt hier nicht mehr klappen. Ja, muss ja. Brauchen Sachen aus dem Never fürs End. Ah, okay. Dann sollte ich vielleicht auch nochmal ins Nether gehen, aber... Wir brauchen Lohnrouten. Ah, okay. Also mein Interesse ist jetzt erstmal die Kirche fertig zu bauen. Damit das mal steht.
Also Minecraft wird jetzt nicht aufhören. Also wir werden jetzt nicht aufhören, Minecraft zu spielen. Es wird auch noch weitere Streams auf Twitch geben, die wir spielen werden. Ich würde wahrscheinlich auch die Gelegenheit nutzen, dass ich den Server dann upgrade. Das können wir mal machen. Also mein Plan... Ich würde einfach hier ans Gebäude in eine neue Karte verpflanzen. Ich hoffe, die gehen dadurch nicht kaputt, weil es hat... Es hat lange gedauert. Zum Beispiel die Kirche hat jetzt hier... Hat 20, 30 Parts gedauert, bis das mal fertig war. Also... Das wäre unschön. Ja... Aber ja, es wird zumindest aufhören, dass das, also ich werde zumindest nach Part 100, wann auch immer der kommen wird, wird wahrscheinlich noch 20, 30 Parts dauern, bis der das Part 100 rauskommt. Aber da werde ich dann einfach, also wir werden noch ein bisschen weiterbauen, ab und zu kommt vielleicht noch ein Video, wo ich dann halt zusammenfassend so ein bisschen was zeige, was halt seit Part 100 in dem letzten halben Jahr passiert ist oder so. Auf dem Server, aber so regelmäßige Parts mit was halt so zusammenhängend mit einer zusammenhängenden Story oder so. Nein, eine Story hat es ja nie wirklich gehabt, aber also Minecraft Parts wird es dann nicht mehr geben. So, Holz soll dahin. Laut Anleitung. Aus irgendeinem Grund habe ich noch Weizen im Inventar. Warum nicht? Und was läuft bei dir so gerade, Prof? Dinge und Sachen. Okay. Stream-Benachrichtigung. Standing Desk. Ach nö. So. Finde ich persönlich recht angenehm. Ich habe ja schon wieder mein Tutorial-Video abgebrochen. Ups. Okay. Da sieht man auch mal, dass ich keine personifizierte Werbung kriege, dass ich die ausgestellt habe. Ich kriege hier gerade auf meinem Handy Schwangerschaftswerbung. Für irgendwelche Benzin bei der Schwangerschaft. Oder ich sehe schon so dick aus, dass es... wird ein süßes kleines Foodbaby. Ja. Wird ein Zwerg. So. Eine schreckliche Festung hast du gefunden, oder was? Ja. Bin gerade im Never am Rumwandern, gucke nach Lohn. Soll ich nachher auch noch mal vorbeikommen? So, Treppen bräuchten wir hier. Oh, ein Ei. Eieiei. So, Treppen. Ich glaube, das war noch weg. So. Interessante Musik. Okay. Wie funktioniert das jetzt? Okay, dann brauche ich wieder gemeißelten Stein. So ein bisschen was von... Nein. So, hier und hier.
Ich improvisiere ein bisschen was, weil meine Kirche ein bisschen anders ist als die in der Leitung. Oh jo. Aber ja, bin hier gerade fröhlich so am mich neu ausstatten zu Hause. Ach so, in echt jetzt hier. Ja. Stattest dich nicht aus. Verstellbarer Schreibtisch. Neues Handy. Ja. Muss ja auch ab und zu mal sein. Nachdem mein altes Handy nach und nach immer mal wieder spontan Demenzprobleme hatte. Ja. Ja gut, es hat spontan ab und zu vergessen, dass es SIM-Karten besitzt. Okay. Wie vergisst ein Handy, dass es SIM-Karten besitzt? Es schaltet sie einfach ab passieren. Und sagt, nein, ich habe keine SIM-Karten. Ah ja. Dann muss man das Handy erstmal neu starten und dann... Oh, da sind ja SIM-Karten. Hey, die kenne ich noch gar nicht. Richte die mal bitte ein. Und das alle 2 Minuten. Naja, nicht so oft, aber es ist oft genug, dass es nervig war. SIM-Karte einrichten alle 2 Tage ist schon ein bisschen... Naja. Hätte ich keinen Bock drauf. Außerdem war die Akkulaufzeit mittlerweile nicht mehr so ganz die Ware. Mhm. Ja, ich habe da einen Außeneingang. Und am höhenverstellbaren Schreibtisch stehe ich auch gerade. Ja, ich glaube, ich baue jetzt auch mal keine Seitenschiffchen rein. Das wäre jetzt mir ein bisschen... Man wird mir sonst zu blöd. Es sei denn, die Anleitung sagt noch, da soll was rein. So, roter Teppich. Wo kriegen wir den jetzt her? Wolle, rote Farbe, würde ich mal behaupten. Mach ich vielleicht noch unten im Haus. Warte, ich habe doch hier den Command. Homes. Hobbithöhle. Zack, so schnell geht's. Ich habe leider noch kein Home für die Kirche. Muss halt wieder hochlatschen. Ja. Habe ich hier irgendwo in meinen unaufgeräumten Truhen irgendwo. Mein Teil ist leeren Truhen. Irgendwo Wolle. Ich sichere jetzt gerade noch im Never den Weg zur Never-Festung ab. Ich hätte Never-Rike. Das könnte man vielleicht als Teppichersatz benutzen. Sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. Boden. Ich habe schon wieder Moon in meiner Wohnung drin. Ich habe jede Menge TNT. Also ich könnte TNT machen. Machen Bonus TNT. In der Kirche. Ich gebe dem Ganzen 5 Minuten. Nee, mache ich nicht. 5 Minuten, dann wäre dieser Boden abrupt mit dir weg. Ja, wir kennen es ja vor der Mauer. Ich habe ja schon mal versucht, das TNT-Feld zu bauen. Das hat ja schon sehr gut geklappt. Ich habe die ganze Zeit Hühner reingeschmissen. Ich weiß, ist jetzt schon ein paar Folgen her, aber war sehr unangenehm. So, was ist der Plan? Ein Holzboden. Auch noch bestimmt. Kann man Nether Quarz zu Blöcken machen? Nether Quarz, ja, kannst du. Quarz Blöcke. Dann 64 von. Ah ja. Sind dann kannst so mir recht noch ein netter weißer Block. Kannst du mir noch ein paar Nether Quarz mitbringen, wenn du was findest? Sieht wenn jemand finde, ich guck mal. Ich werde nämlich auf jeden Fall den Altar, der wird auf jeden Fall aus Nether. Das sieht gut aus.
Okay. Quarzblöcke. Mal gucken, was gibt's hier Schönes in dieser Festung. Wenn es hier keine Lohn gibt, dann bin ich stinkig. Mach mal den Boden vielleicht auch aus, ne, da. Dings, bevor ich mir Schafe hole. Spielzeug für Tränke. Holz kriegen wir leicht hin. Lohe gesichtet, lohe gesichtet. Oh fuck, das ist ja noch. Ich bin gerade in Deckung vor dem einen Spawner gegangen und dabei neben einen anderen Spawner gelaufen. Ah! Ich habe 6 Glowstone Dust. Okay. Was kann man daraus machen? Nicht viel Glowstone. Ein Glowstone. Tja. Nee, ich mach mit, vielleicht kann man es irgendwie gebrauchen. Das ewige Licht. Das ewige Licht damit anzünden. Das ist normalerweise rot, aber was soll's. Holz, Holz, Holz. Ich wollte mal ein paar Lohn kloppen. Da oben sind die. Einmal. Und da ist die nächste. Spiel mit dem Feuer. Der Prof spielt mit dem Feuer. Hab netterweise ein sehr, sehr hartes Schwert dabei. Ah ja. Hab bisher noch keinen Schaden genommen. Aber wir müssen wahrscheinlich auch noch Dias finden, damit wir uns ausrüsten können. Für das End. Aber ohne Dias-Schwert da reinzugehen, halte ich. Und ohne Bogen. Und halbwegs guten Bogen. Hält ich für schlechte Idee. Okay, mal schauen, wie es aussieht. Ja. Mit viel Fantasie könnte man es als einen Teppich sehen. Noch zwei. Oh, die andere. Ach, da hinten. Hat das Netherrack irgendwie noch Funktion, dass es irgendwie Monster anlockt? Oder was habe ich? Oder was muss der? Und das ist immer ein hübscher Stein. Ist eigentlich nicht irgendwie monstertechnisch interessant. Hat keine Nebenwirkung oder so. Nicht, dass jetzt hier mir eine Monsterfalle aufbaue in der Kirche. Nö. Aber es ist, hat schon irgendein. Entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass du mit Blöcken aus der Hölle deine Kirche ausstattest. Ja, das war der Sinn. Das war schon. Ja, auch mit Quarz aus der Hölle. Das macht schon, das ist schon. Das macht schon Sinn, Prof. Das macht schon. Du musst das Kreuz noch umdrehen. Nö. Passt schon. Holz würde ich besorgen. 9 Blöcke habe ich noch. Ich habe mittlerweile ziemlich viele Lohnrouten. Holz. Wozu brauchen wir denn Lohnrouten? Ja, für die Enderaugen. Und fürs Brauen von Tränken. Und ups, ich bin runtergefallen. Aha. Wir werden also Tränke brauen. Die Tränke sind mir persönlich eigentlich egal. Es wird halt das erste Mal sein, dass ich überhaupt ins End gehe. Also wir werden Tiere scheitern. Das auf jeden Fall. Mich interessiert der Drache persönlich halt unfassbar überhaupt nicht. Ja, ich würde halt zum Ende, zum Happy End nochmal den Sieg zu haben, wäre nochmal lustig. Wie besiegt man am besten den Enderdrachen? Man tötet ihn. Also ich weiß das aus Videos von anderen YouTubern, die ich gesehen habe.
Dass man da irgendwie, erstmal diese Türme da, dass da irgendwie Türme gibt, die man erstmal abbauen muss, die man irgendwie abbauen muss, damit man da. Wirklich besiegt. Es hat mich nämlich einfach nie interessiert. Der Drache hat nichts zu bieten, was mich interessiert. Okay. Was ist halt das Ende des Spiels? Ja. Nachdem es weiter, nach diesem Ende geht es dann auch weiter. Das ist halt auch wieder. Ja. Ich glaube in der, ich glaube hier in dieser Version wahrscheinlich nicht, aber in der anderen, der Switch Edition oder so, in der Battle Edition kommt dann, glaube ich, kommen auch Credits danach. Wenn du den Ende dran besiegt hast, da kommen auch noch Credits, der Abspann. Achso, das kommt in sämtlichen Versionen, aber es geht trotzdem weiter, das Spiel danach. Ja, ist klar. Und die Credits, das wäre nochmal toll, das können noch ein bisschen über das Spiel labern. Credits fürs Projekt, das wäre ein guter Abschluss, könnte man sagen. Staffel 2 vorbei, tschüss YouTube. Ja, Morty wollte hier noch einen Marktplatz aufbauen und so weiter. Das wird noch alles passieren. Das werden wir dann noch in weiteren Streams machen, aber ja, jetzt nicht mehr so in täglichen Minecraft-Parts. Ab und zu mal vielleicht ein Special-Part, wenn es dann. Und wenn der Marktplatz dann fertig ist, dann mache ich nochmal ein Video und laufe hier nochmal rum und zeige nochmal. Vielleicht tue ich dann mir den Morty nochmal eine Meditation an. Reden wir ein bisschen über den Marktplatz oder so. Über alte Zeiten. In 2 Jahren dann nochmal. Ach ja, damals. Als wir noch nicht Roleplay gemacht haben. Als wir noch nicht was gemacht haben? Roleplay. Minecraft Roleplay. Wann haben wir Minecraft Roleplay gemacht? Oder ist das irgendwie geplant? Das ist, wer weiß, was in 2 Jahren so passieren wird. Vielleicht machen wir es ja in 2 Jahren. Minecraft Roleplay ist da verhältnismäßig uninteressant. Als wäre Minecraft sonst interessant. Das ist eine schöne Sandbox. Also Roleplay macht halt Spaß, wenn du halt eine große Stadt hast, die schon vorgebaut ist und dann darin spielst. Dann macht es halt Sinn, wenn du dir eine Stadt aufgebaut hast und dann darin eine Geschichte dir schreibst. Da müsste ich mal Pen and Paper mal endlich mal ausprobieren. Ja, Pen and Paper, Morty hat doch eine Pen and Paper Runde, wo mich schon auch 100 Mal dazu versucht hat einzuladen. Ich bisher nein gesagt habe. Ja. Für unmöglich halte ich es nicht. Durchaus nicht. Dass ich irgendwann mal. Oder ich bräuchte noch. Das wäre halt eine etwas zu kleine Runde für Pen and Paper. Pen and Paper? Nein, aber. Ich meine, für. Wenn man denkt, dass halt einer ja Spielleiter sein muss. Für Minecraft Roleplay finde ich, das wird das irgendwann mal machen. Das finde ich nur. Das ist ja für Roleplay, finde ich, ist Minecraft eine unfassbar langweilige Plattform. Mhm. Findest du? Ja. Wenn die Häuser stehen und wenn da das. Nötige zugebaut ist. Eine hübsche Welt ist nicht so interessant, selbst wenn sie leer ist. Man kann sie erfüllen. Ich brauche noch ein bisschen. Minecraft bietet nativ keine vernünftigen Möglichkeiten für NPCs oder sonst was oder irgendwas in die Richtung und solange du es nicht gerade. Nee, das. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Netherstein. Ein bisschen roten Höhlenboden. Für die Kirche. Bringst mir da ein bisschen was mit? Wenn das alle gegangen. Kann ich gleich machen, bin bloß gerade nur kurz auf dem Flug
hier vorbei, wieder in der normalen Welt, um einfach ein Steak, ein paar Sachen abzulegen. Einfach ein, zwei Steakbohnen mitbringen. Oh ja, lässt sich einrichten. Dann geh ich nochmal schnell rüber. Okay, das war mein Wecker. Ich glaube, du sollst aufwachen. Ja. Nee, das war, das aufwachen, ist eine... Aufwachen, Zwergi, aufwachen! Bah, das Leben ist gar nicht echt. Das ist nur ein Traum. Wir spielen gar nicht Minecraft. Doch, wir spielen Minecraft, aber das Minecraft ist das echte Leben und der hier gerade vom PC sitzt, das ist nicht echt. Ah. Minecraft ist das echte Leben. Oh, ich höre einen Enderman. Den werden wir dann unten am Ende auch begegnen. Braucht mehr Baum. Ich hole mir mehr Baum. Kommst dann hoch zur Kirche und bringst den Höllenboden vorbei. Komme gleich. Noch ein bisschen, bin gerade dran beim Farmen. War tatsächlich nicht Absicht, aber passt ja. Höhlenmaterialien zu benutzen. Ich finde, wir müssen auch noch einen Keller bauen und es muss auf jeden Fall im Keller von der Kirche muss es ein Enderportal geben. Ein Portal in die Hölle. Das ist auf jeden Fall. Irgendjemand müsste man da noch anketten. Also ein Pfarrhaus wollte ich auch noch bauen, aber jetzt nicht mehr in den YouTube-Bars, dann privat noch, also in den Streams dann, also nicht privat, aber Villager-Kinder in Käfigen ins Pfarrhaus. Ja, das ist im Keller vom Pfarrhaus. Im Keller vom Pfarrhaus muss auf jeden Fall noch Platz für Käfige sein. Das ist im Pfarrhauskeller. Ja, Villager-Kinder reinstecken. Ja. Wie bei Space Fox hier, die Villager, auch so ein Automatismus, was die Kinder dann dort in den Keller fährt, was dann nicht wie bei Space Fox in die Mine, sondern im Pfarrerkeller. Jeder von diesen Händlern, die hier ab und zu mal mit ihren Namas vorbeilaufen, der da vorbeiläuft und dann automatisch reinkutschiert. Ja, was wollte ich? Achso, den Innenraum ausbauen. Ah ja, hat auch ein schönes Bild hier gleich. So knallrot, wenn du reinkommst. Meine Küche ist ziemlich schmal geworden. Seit. Ich hab den ein bisschen verschmälert und ein bisschen erhöht. Verhört. Schmäler und höher. Kirche wurde erhöht. Erhöht. Ich wurde hoch gemacht. Okay, das Holz reicht nur nicht aus. Ich glaube, das macht so leichte Matschgeräusche, wenn man auf dem Boden langläuft. Also wie jetzt würde man auf Fleisch langlaufen. Ist das Fleisch, was da? Keine Ahnung. In der Boden. Nee, dann gab es noch diesen Seelensand oder was das war. Davon habe ich auch noch ein bisschen eingesammelt für meine Neverwarzen-Farm. Den Baum baue ich dann später ab. Ich brauche jetzt erstmal das Holz. Lass den Baum einfach in der Luft stehen.
Oder auch nicht. Du hast aus dem Neverack im Inventar. Oh, sehr schön. Hast mir was gedroppt? Jo. Hast mir was erschummelt oder was? Du hast mir was rüber geliehen. Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen, hab's dir hingeschmissen. Achso, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hab nicht bemerkt, wie du vorbeigelaufen bist. Ich dachte, du hast eine neue Mod reingebracht, die dann es erlaubt, Inventare zu tauschen. Und halt sagen kann, ich schick dir was und schieb dir was von meinem Inventar in dein Inventar. Gibt's da was zu? Dass man sagen könnte, schieb dir einfach mal meine Sachen rüber. Ja, es gibt einen Command in Essentials. Du solltest deswegen jetzt gerade spontan ein Brot in deiner Hotbar finden. Aha. Hotbar nicht, aber hier drin habe ich ein Brot. Oh, dann habe ich die Reihenfolge verwechselt. Jetzt in der Hotbar. Ein Brot. Also ja, Möglichkeiten gibt es viele. Das wäre halt ganz praktisch für sowas wie ein Enderdrachenkampf, dass man halt sagt, das ist deine goldenen Äpfel sind alle hier, schieb dir mal einen rüber. Das ist damit du. Ja, das ist aber genauso langsam in Zugriff wie aufs eigene Inventar zugreifen. Das ist es halt. Wenn nicht sogar langsamer, weil du erst einen Befehl eintippen musst. Das hilft vielleicht. Außerdem ist. Nee. Es ist einfacher, jemanden schnell was hinzuwerfen, als erst. Okay. Öffne das Inventar von. Nicht dem, sondern dem. Okay, jetzt das aus meinem Inventar rüber dahin legen. Okay. Ich glaube, das bringt's nicht. Es macht höchstens Sinn für. Bis dahin bin ich schon rübergelaufen, hab den goldenen Apfel hingeschmissen.